Hi, ich nehme euch heute mal wieder mit in die Werkstatt und zeige euch, wie ich ein Pad wieder gangbar mache, ein Getriebe abdichte und ich zeige euch meinen Lithiumumbau von meinem Auto. Da gibt es nämlich Neues. Ja, jetzt fahren wir tatsächlich mit einem 45 km/h Auto und Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Das ist mega cool. Diese Woche sind die endlich angekommen. Und ich habe die eingebaut. Das hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Allein das Verkabeln hat mich einen Arbeitstag gekostet. Und ich muss sagen, es fährt sich richtig geil. Wir gucken uns jetzt mal die Beschleunigung an. Also das geht richtig vorwärts. Und auch hier, wir fahren jetzt hier einen Berg hoch. Und auch hier über 30 km/h. Wo man normalerweise nur merkt, dass das Fahrzeug schneller wird, aber nicht beschleunigt, hat man jetzt wirklich auch eine Beschleunigung. Also hier geht es wirklich jetzt steil bergauf. Sonst zieht er innerhalb von wenigen Sekunden hoch bis 50 km/h. Und auch das Fahrgefühl ist richtig gut geworden. Das Federungsverhalten ist richtig super. Sonst bei wirklich vielen Unebenheiten hat das Auto immer hinten so ein bisschen, es ist durchgesackt. Aber jetzt federt es wunderschön synchron vorne und hinten. So, ich bin jetzt hier in der Werkstatt und beim Fahren drehen ist natürlich total doof. Aber so konnte ich euch wenigstens ein bisschen etwas zeigen. Was ihr nicht fühlen könnt oder sehen könnt, ist einfach dieses Kurvenverhalten. Das ist so genial. Das macht richtig Spaß. Schade ist es halt nur, dass bei meinem Auto dann bei Tacho 50 echten 45 Schluss ist. Und der dann einfach nicht schneller fährt, wo man eigentlich noch richtig weiter durchziehen möchte. Und der wird mit der Leistung, wenn er nicht abgeriegelt wäre, wird er wahrscheinlich locker bis 65, 70 wird er locker in der Ebene fahren. Und ja, was funktioniert jetzt nicht? Also wir haben zum einen Temperaturentwicklung auf den Polen. Wir liegen so in einem Ampere-Bereich, wo wir auf jeden Fall immer so mit 50, 60, 70 Ampere umgehen müssen und es geht im Peak hoch bis über 200 Ampere. Und wenn man dann mal so ein längeres Stückchen bergauf fährt, dann fließen auch einfach 100 Ampere dadurch. Und da haben wir jetzt einfach ein bisschen Wärmeentwicklung drin, was ich eigentlich nicht haben möchte bei so kurzen Fahrten. Jetzt müssen wir uns auch noch mal vorstellen, dass wir Sommer haben, ist wirklich heiß, dann wird es noch mal wärmer und habe ich mit der Thermokamera aufgenommen und da muss ich noch ein bisschen was machen, aber das ist beherrschbar. Das andere Problem ist, dass ich die Akkus nicht vollgeladen bekomme. Ach so, ich habe ja erzählt, ich bin liegen geblieben. So viel zu meinem Ausflug. Und ja, ich bin dann gefahren, wollte schauen, okay, wie weit komme ich jetzt etwa? Die Akkus waren etwa so halb geladen und hatten 3,2 Volt etwa, die Zellen. Und bin dann gefahren und dann bin ich an die Schwellgrenze gekommen, die ich mir so gesetzt habe. Und dann ging es halt sehr rapide. Ich wollte dann schon wieder nach Hause fahren, war dann so im bergigen oder hügeligen Gebiet gewesen. Und dann hat er angefangen auszugehen. Die Fahrzeuge kennen das vielleicht auch. Und dann geht er auch wieder an. Und er ist dann halt ausgegangen und blieb auch aus. Und wollte keinen Zentimeter mehr weiterfahren. Und es war einfach, ich konnte den dann auch nicht mehr laden, musste also abgeschleppt werden. Und habe ihn mir nach Hause schleppen lassen und habe dann zu Hause noch in der Nacht gesucht, woran das denn jetzt liegt. Und es ist einfach so, dass das Motorsteuergerät und das zusätzliche BMS sich dahingehend nicht verstehen, dass die dann wieder freischalten. Da hindert der eine den anderen daran, dass es wieder vorwärts gehen kann. Und dann musste ich das einmal überbrücken, dann hat er auch angefangen sofort zu laden. Und habe dann die Nacht über geladen und habe mich morgens dann gefreut. Ja, schön, dann kann es ja weitergehen. Und dann war die Spannung einfach zu gering. Die war dann bei dem, was die normalen Bleigel-Akkus als Spannung haben. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, wie es funktioniert. Und
ja, so kann ich jetzt mit, ich bin glaube ich 55 Kilometer weit gekommen mit halbgeladenen Akkus. Also die Reichweite wird richtig schön werden, gut über 100 Kilometer, ganz normale Fahrweise, Stadt- und Landstraße, wobei Stadt natürlich mehr verbraucht durch das ganze Beschleunigen. Und ja, aber da muss ich jetzt noch mal im Ladesystem schauen, wie ich da ein anderes Ladegerät reinbekomme. Was mich bei euch interessieren würde, wäre, es schauen ja Händler und normale Kunden meinen Kanal, wie ihr das gerne, wie ihr diese Akkus gerne hättet, wenn es denn funktioniert. Als Umrüstsätze oder als Do-it-yourself-Version oder fertig zum Einbauen. Ja, das wäre schon spannend. Und ja, total spannendes Thema. Leider zieht sich das jetzt echt wirklich lange hin. Jetzt muss ich erstmal wieder was bestellen, konfigurieren. Und dann muss das auch einfach getestet werden, dass das auch funktioniert. Und das war jetzt erst nur die 45 km/h-Variante. Wichtiger ist es ja bei den 80 km/h-Modellen. Die 45er, die fahren ja ziemlich unkompliziert. Bei den 80ern, die machen ja mehr Strecke. Kann es einfach schon in den nächsten Jahren sein, dass die Akkus dann verschlissen sind bei den ersten und dann brauchen die einen adäquaten Austausch. Und dann nochmal auf Bleigel zu rüsten, wo die Lithium-Variante nur unwesentlich teurer ist. Ja, deswegen ranhalten. So, jetzt zeige ich euch, was hier noch gleich alles passiert. Ja, heute ist so ein richtig toller Tag. Bei mir in die Werkstatt scheint die Sonne rein und ich habe total Lust zu schrauben. Und hier ist schon der erste Wagen dann für heute oder der einzige, den ich mache. Das wird ein bisschen aufwendiger sein. Und den nehme ich jetzt mal hoch. So, hier haben wir jetzt den Wagen dann von unten. Können wir einmal drunter hergehen. Der hat jetzt 1.500 Kilometer gelaufen. Und da sehen wir schon, dass das Öl unten hängt. Das ist ein Garantiefall. Haben wir dann bei der Inspektion gesehen und erst dachte ich, dass das hier aus der Antriebswelle rauskommt. Ich habe das sauber gemacht und jetzt gerade sehe ich, dass das hier da oben Motorflansche ist. Das bedeutet, Motor ausbauen und sich da den Simmering anschauen. Ja, das wird ein bisschen aufwendiger sein als nur die Antriebswelle. Dann fangen wir mal an. So, ich habe jetzt hier nochmal die Thermokamera mit dazu genommen, dass man einmal schauen kann, wie so die Temperaturen da sind. Aber um die Ankerplatte. Motor an und für sich. Ist alles schön handwarm. Kann man schauen, ob es irgendwo Übergangswiderstände gibt. Super tolles Teil. Kann ich jeder Werkstatt nur empfehlen, damit zu arbeiten. So, das Getriebeöl ist runter. Jetzt wird der Motor einmal abgeklemmt. Rot, grün, gelb. Hinterher wieder so dran. So, ich habe jetzt das Federbein ausgebaut. Den Längsträger ein bisschen runtergebogen. Und habe jetzt einmal die Schraube, wo das Öl dran war, rausgenommen. Und jetzt gucken wir als erstes mal da rein, in die Schraube, in das Sackloch. Mal jetzt hochkant nehmen.
Die Kamera ist auf der anderen Seite. So. Ob da drin das Gehäuse eventuell kaputt ist. Scharfstange. Kann sein, dass sie das Loch in China einfach mal ein bisschen zu tief gemacht haben, sodass sie da schon ins Getriebe reingebohrt haben. Dann ist nämlich der Simmering nicht kaputt, sondern hier muss einfach nur abgedichtet werden. So, ich sehe nichts. Ich muss mir das Video jetzt einmal anschauen. Ja, ich konnte da jetzt nichts sehen und baue jetzt einfach den Motor aus. So, ja, der Motor ist jetzt los und ich kann euch sagen, der ist richtig schwer. Also den alleine da über Kopf zu halten, das ist schon echt ein Akt. Ich würde mal grob jetzt, was wiegt der? 40 Kilo schätzen. Und da drin ist der Simmering undicht. So, ich habe das jetzt endlich draußen. Ich freue mich schon auf den Einbau, also eigentlich gar nicht. Und habe den Simmering schon ausgebaut. Und innen drin, das ist kein Rost. Also wenn ihr das mal macht, das drauf lassen. So ein Pulver. Das fällt da auch schön drin rum, damit das nicht festbackt. Und man kann so ein bisschen sehen. Also an dem Simmering habe ich jetzt nichts sehen können, dass er irgendwie hart ist oder bei der Montage kaputt gemacht wurde. Aber hier, man sieht ein bisschen die Einlaufspur von der Dichtlippe. Und dann hier so ganz leichte Punkte. Die werde ich einmal wegschmiegeln. Und das ist nicht auf der, das ist nicht auf der Lauffläche von der Dichtung. Und dann sollte das wohl wieder dicht sein. So sieht der Simmering aus. Und da haben wir den Motor. Wirklich schwer. Man merkt auch, wenn man den dreht, da ist richtig Masse drin. So, ich warte jetzt auf den neuen Simmering und habe jetzt mit dem Fahrzeug angefangen, was jetzt ausgeliefert wird. Da kommt eine Sitzheizung rein, den Sitz habe ich schon ausgebaut und ich habe mich jetzt einfach auf den Boden gesetzt, weil die Sonne hier so schön scheint und zerlege jetzt den Sitz und baue die Matte ein. So, und bevor ich die einbaue, gucke ich natürlich, ob die funktioniert. Ich mache die mal auf Stufe 2. Weil nichts ist ärgerlicher, als sie einzubauen und dann geht die nicht. Und man sieht, dass die sofort warm wird. Tja, die kann man einbauen. So, die Rückenlehne habe ich schon fertig. Das ist auch echt cool. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist hier bei den, die ganz alten hatten glaube ich nicht diese Reißverschlüsse. Und am Ende ist ja der Zipper. Und bei manchen schneiden die den Zipper einfach ab. Anstatt dass sie den da einfach schön reinlegen, dann kann man das Polster aufmachen, den Bezug aufmachen, wieder zumachen, muss man hier neue Zipper reinfädeln oder den Reißverschluss tauschen. Wirklich ganz toll. Und kostet immens viel Zeit.
Ich habe es jetzt so zum Glück reinbekommen, aber ich habe schon Sitze gehabt, da ging es nicht, da muss ich das halt einfach aufschneiden. Ja, falls ihr es nicht kennt, es gibt dann solche Klammern, das sind diese Polsterklammern, da braucht man auch eine Spezialzange für, dann kann man die auch wieder zumachen und das Polster spannen. Und dann sieht man eigentlich fast nichts mehr, außer hier die Verkabelung. Die merkt man eigentlich fast nicht. Also ich merke es zumindest nicht, nein. Aber ich habe auch einen etwas beleibteren Körper. Bei Damen sieht das vielleicht ganz anders aus, die selber ein bisschen grätig sind. Genau, hier habe ich den auch drin, hier habe ich es ein bisschen weiter runterziehen können. Aber hier ist sonst auch die Rückenlehne, die sich da bewegt. Und genau, das Gestell ist ab und die Polsterklammern mache ich gleich wieder dran und dann führe ich den hier zur Seite raus und dann kann man den schon anschließen. So, der Sitz ist jetzt zusammengebaut und jetzt kann ich den Innenraum auseinandernehmen, dass ich die Verkabelung machen kann. So, hallo, ein neuer Tag ist angebrochen. Gestern habe ich das einfach nicht mehr hinbekommen, wurde schon zu spät und ich muss auch mit meiner Bildqualität ein bisschen runtergehen, sonst platzt der Speicher meines Handys und ich kriege nicht alles drauf. Das wird wahrscheinlich ein ziemlich langes Video werden. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich jetzt noch gemacht habe. Dafür gehen wir einmal durch meine Werkstatt und ihr seht, es ist ziemlich unaufgeräumt. Ich habe einfach total viel zu tun. Und da ist einmal das Pad. Ich drehe ich mal eben um. So, da ist einmal das Pad. Das ist eigentlich, hat mit mir überhaupt nichts zu tun, aber die Daten da drauf, die werden unbedingt gebraucht von WhatsApp, weil es ein Business, ein Firmenpad ist. Und da war die Buchse ausgeschlagen, dass sie das nicht mehr laden konnten. Und es muss einfach nur einmal nochmal angehen, damit sie die Daten da übertragen können. Also habe ich das irgendwie aufgemacht mit der Heißluftpistole, bis ich gemerkt habe, dass man es einfach ausklipsen kann. Und da haben wir hier so eine Pouchzelle, was ziemlich interessant ist, weil diese Pouchzellen, das sind auch die Zellen, die jetzt in den Akkus verbaut sind und die können ziemlich viel Strom ab. Und hier habe ich einfach nur die Verbindungen und jetzt habe ich versucht, einfach nur ein bisschen Spannung drauf zu geben, dass man den einmal hochfahren kann. Ich habe da eine 3 Volt Batterie, 123er ist das, glaube ich, angeschlossen, hat nichts getan. Jetzt habe ich gemessen und die hat noch 3,3, 3,4 Volt, lässt hier aber nur noch einen Bruchteil davon durch. Und jetzt würde ich das hier einmal brücken und schauen, ob das dann anläuft. Aber ich glaube, ich habe hier ein bisschen Mist gebaut mit dem Anschluss, weil den kriege ich nicht mehr fest. Ich dachte, das ist so ein Klappmechanismus, habe den aufgeklappt und dann war das Ding schon ab. Hier ist das noch drauf. Eventuell fährt er deswegen auch nicht mehr hoch, weil er hätte schon hochfahren sollen. Ich habe auch versucht, den zu laden mit einem Universalladegerät, aber irgendwie erkennt er das nicht. Ah, jetzt weiß ich wieso. Der erkennt das nicht, weil das hier geschlossen ist. Ich muss hier dran gehen, dann hätte er geladen. Okay, gut, haben wir das gemeinsam geklärt. Hallo, es geht schon wieder weiter. Nächster Tag, neue Woche. Wir haben es jetzt knapp 30 Grad hier. Und ich habe jetzt den neuen Radialwellendichtring bekommen. So, es ist vollbracht. Der Motor ist drin und er läuft jetzt zur Probe. Bis jetzt sieht es noch so aus, als wenn alles dicht wäre. Ich lasse den noch ein bisschen laufen, fange schon mal mit dem nächsten Wagen an. Mein Sohn ist jetzt auch schon mittlerweile hier. Der schläft im Auto. Und ja, der Motor, ich habe nochmal nachgesehen, also 40, 50 Kilo wiegt der nicht. Aber man muss schon richtig wuchten, um den da reinzukriegen. Und jetzt läuft er hier schön. Hier hat sich sonst das Öl gesammelt. Und ja, ich fange jetzt hier mit dem nächsten an. Der steht schon hier vorne. Übrigens ein ganz netter, ja, habe ich euch schon erzählt. Da sind jetzt die Teile gekommen. Ein Bremsschlauch hat der Kunde bestellt. Reicht erstmal.
dann sind das hier solche Einstellmechanismen, um die Bremsbacken hinten einzustellen. Und noch ein paar Federn für die Bremsbacken hinten, ein Relais. Okay, braucht er wohl irgendwie. Und dann haben wir hier die Bremsbacken für die Trommelbremse. Und jetzt geht es hier weiter mit den Türen. Der ist schon ganz schmutzig hier drin und ist noch abgeschlossen. Da werde ich mir jetzt die Türen vornehmen. Habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und ja, die Woche geht weiter. So, weiter geht's mit dem schicken Wagen. Sitzheizung ist eingebaut. Die Türen sind verbessert. Jetzt kommt einmal Unterbodenschutz, Hohlraumversiegelung und alle Schrauben nachschauen, Bremse nachschauen. Und dann wird er sauber gemacht, weil er ist schon ziemlich dreckig. Und dann geht er morgen ab zum Kunden. Den Unterboden habe ich gereinigt, Löcher gebohrt für die Hohlraumversiegelung, dass ich mit der Sonde reinkomme, und den Unterbodenschutz habe ich aufgetragen. So sieht das dann aus. Hauptsächlich die Stellen, die anfangen zu rosten. Und jetzt geht's runter, Fahrzeug waschen. Irgendwie hat das heute mit dem Unterbodenschutz nicht so gut geklappt. Und zwar ist ein bisschen was davon auf den Lack gekommen. Wie man da sehen kann, geht auch echt doof ab. Aber mit dem Wundermittel Ballistol kann man das wieder entfernen. Da werde ich jetzt noch ein bisschen dran schrubbeln dürfen. So, ich wünsche euch dann viel Spaß. Und wir sehen uns dann morgen, wenn wir den Wagen wegbringen. Ja, und dann lag ich halt die ganze Nacht und habe überlegt, oh, jetzt noch ein neues Ladegerät für mein Auto besorgen oder für alle Autos und ausprobieren. Und dann ist mir, schöne Grüße an Corrado, hatte er mir gesagt, dass man die Ladegeräte einstellen kann, weil er hatte schon mal eins zerlegt. Und ich hab dann in meiner Werkstatt eins genommen und auch aufgeschraubt. So, ich habe das jetzt ausgebaut. Und habe das Ladegerät dran gehängt, habe das Kabel eingesteckt. So, der lädt jetzt auch. Ich habe hier mein Messgerät angeschlossen und da können wir drauf sehen, dass der lädt jetzt mit 67,9 Volt und 17,9 18 Ampere. So, jetzt warte ich halt so ein bisschen, wie hoch die Spannung dabei geht. Weil die Ladeschlussspannung, die lag bei 67,5 Volt etwa. Das kommt damit dann etwa so hin. Und wir müssen hoch, muss ich gleich mal ausrechnen, auf 73, 74 Volt etwa. Ich werde da erstmal mich antasten ein bisschen und mit dem Strom vielleicht spielen. Oh, dann können wir noch ein bisschen mehr Strom reinpacken. Und dann lädt er auch schneller. Und ja, ich werde da jetzt mal ein bisschen dran rumfummeln. Und wir können ja mal zusammen schauen, wie so ein Auto aussieht nach 3 Jahren, 13.000 Kilometern. Gut, bis auf das kleine Malheur hier. Das Ding war ja richtig ausgeschlagen. Ich habe mal die Manschette runtergenommen, die war auch nicht kaputt. Hat nur so ein bisschen spröde gewesen. Und innen drin war halt alles
weiß ich auch nicht, also als wenn es nicht gefettet gewesen wäre oder das Fett halt doch irgendwie raus ist, aber es war halt nicht fettig dann. Oder die haben kein Fett oder nehmen irgendein Sprühfett oder ein Sprühöl vielleicht sogar noch. Die andere Seite ist ja noch okay. Ja, Rost, wenig. Ich habe oben so eine Falz, glaube ich, wo es ein bisschen anfängt. Da habe ich jetzt ein neues Mittel, was ich benutze. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, genau, da. Ja, da ist ein bisschen was. Sonst ist halt alles okay. Ein bisschen anfällig sind, was heißt anfällig? Ab und zu sitzen die hier halt mal fest. Habe ich ja auch diesen einen anderen Wagen, dieses dreirädrige Fahrzeug mal gehabt. Und seitdem gucke ich halt auch immer, ob die schön gangbar sind. Das habe ich bei 2 oder 3 Fahrzeugen habe ich das gehabt, dass einer fest saß. Aber das war nicht so schlimm wie bei dem anderen. Das konnte ich noch gangbar machen, musste nichts ausgetauscht werden. Ja, da haben wir den Motor, ist alles ein bisschen kleiner. Ich fahre halt das 45 km/h-Modell. Und was ich halt, also ich finde die Lithium-Akkus einfach total geil vom Fahrgefühl her. Aber die Bleigel-Akkus reichen mir bei dem Auto eigentlich vollkommen aus. Ja, mein Testen hat ergeben, dass die Spannung vom Original-Ladegerät nicht ausreicht. Und ich habe jetzt neue Ladegeräte in China konfigurieren lassen und die werden jetzt diese Woche verschickt. Und dann schauen wir da einfach weiter, wie es weitergeht. Und ich habe vorher, leider habe ich das nicht mit reinnehmen können, weil das Video einfach viel zu lang wird, den Querlenker noch getauscht. So, ich bin jetzt mit dem Auto auf dem Weg nach Köln oder hinter Köln zum Ausliefern. Da werde ich noch etwa eine Stunde für brauchen, bis ich da bin. Jetzt einmal kurz Pinkelpause und gleich geht's dann wieder weiter. Ja, jetzt haben wir hier die Milena, die hat jetzt gerade den Wagen bekommen und erstmal danke für den Kauf. Ja, ne? Super. Und vielleicht magst du einmal den anderen erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, dir so ein kleines Elektroauto zu kaufen. Ja, letztendlich, wir haben einen großen Wagen, der ist überdimensioniert und ich bin meistens alleine und fahre dann irgendwie in die Stadt einkaufen und habe dann ein 3 Meter langes Auto. Das finde ich zu groß und verbraucht auch wahnsinnig viel und ich dachte, was Kleines, Wendiges wäre da schön. Die Auswahl ist nicht so groß im Moment auf dem Markt und dann sind wir haben wir relativ lange gesucht und sind dann auf den kleinen IMI gestoßen. Oh Mann, das ist so ärgerlich. Jetzt war mein Handyspeicher voll und ich konnte dieses Interview einfach nicht aufnehmen. Und dabei waren die beiden total interessant. Sie hat ihre Bäckerei halt im Keller gehabt und gibt da Kurse und backt selber Brötchen, die sie dann so verteilt. Ich setze mal den Link unten in den Footer. Und ihr Mann, der hat einen Modellbauraum, wo er Flugmodelle baut. Und das habe ich auch früher gemacht, schön mit Verbrennungsmotor. Irgendwann habe ich nochmal angefangen. Und alle haben dann auch gefragt, hey, warum kaufst du dir so einen alten Kram? Ich so, ey, ist doch top modern. Einen schönen OS Max wieder und eine Multiplex MC1020. Und die haben dann gesagt, ja, wir fliegen schon mit 833 Megahertz. Naja, okay. Und aber da auf dem Rückweg bin ich dann bei der Sabina reingefahren, weil die noch ein Problem mit der Bremse hatte. Und das schauen wir uns da mal an, was sie so erzählt. Ja, Sabina, wie waren jetzt so die letzten 2 Wochen für dich? 100 Kilometer hast du schon drauf. So, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ja. Für mich das optimale Auto mit der Verbindung von allen, die Größe, die Übersichtlichkeit, dass ich den Wagen eben hier zu Hause an der Steckdose stecken kann. Und selbst im Wuppertal, in dem Gelände, kommt man super zurecht, gut, die Berge. Ja. Kommt man nicht mit 70 hoch oder auch nicht mit 80, sondern nur mit 50. Wenn sie kürzer sind, geht es natürlich auch schneller. Aber ansonsten bin 80 mit dem Auto schon gefahren. Also ist alles, ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Wie war denn die erste Fahrt für dich? Ist da nicht was passiert? Ja, da kam sofort, wir waren essen draußen und da waren 2 ältere Rentner. Und ja, die haben sich natürlich sofort für dieses Auto interessiert. Und als wir fertig waren mit dem Essen, haben sie sich den auch von allen Seiten dann angeschaut. Und ja, die waren
angetan von dem Wagen. Ja, ein bisschen Pflegedienst damit tätig. Ja, genau. Meine erste Kundin, ja, die hatte Angst in dem Auto, weil vorne nicht so viel ist. Die wollte nicht mehr so gerne damit fahren. Aber eine andere Kundin von mir, die fand das Auto so toll, dass sie gesagt hat, da mache ich aber mit Ihnen mal gerne eine Spritztour, wenn Sie mir das erlauben. Haben wir auch schon, also machen wir jetzt in 2 Wochen. Die Bremse muss ich noch meine Oberarme etwas trainieren. Damit, ja, genau, wir haben hier so ein bisschen Gefälle, weil hier ist sehr ganz steil. Leicht. Und, aber die Steckdose haben wir hier hingelegt und ja, wird schon alles gut gehen. Auf jeden Fall bin ich sehr gut behandelt worden und der Herr Mohr war immer, hatte immer ein offenes Ohr. Deshalb also nur zu empfehlen. Dankeschön. Und das Auto natürlich auch. Ja, einmal schon ein bisschen liegen geblieben damit, direkt hier vorne die Reichweite genau. Ich habe also am zweiten Tag, bei der zweiten Fahrt, da war ich, sagen wir mal so 18 Kilometer in die Richtung und wieder zurück. Auch schon Berge mit dabei. Da war in der Anzeige noch so viel drin, dass ich gedacht habe, boah, da muss ich jetzt mal gucken. Da haben wir eine Schwester angerufen, die wohnt in Sprockhövel. Ja, dann bin ich da hingefahren, alles super, auch auf dem Rückweg noch, aber dann hier an dem hohen Berg, da wurde er auf einmal ganz langsam. Dann habe ich gedacht, gut, habe aber wohl den Fehler gemacht, dass ich dann das Gaspedal ein paar Mal durchgetreten habe und da kam nichts mehr. Ja, und dann bin ich in der letzten Kurve vor dem Berg, also bevor der Berg zu Ende war, bin ich also stehen geblieben, habe dann meinen Mann angerufen, weil da war auf einmal Ende, obwohl vorher noch eine riesengroße Anzeige da war. Dann haben wir ein Absteppkabel besorgt, mein Mann kam dann also, dann wollte er den Wagen abschleppen, dann haben die reingesetzt, haben angemacht, da ging er wieder an und dann ist er das letzte Stück alleine wieder gefahren. Also ich brauchte nicht abgeschleppt zu werden, jetzt weiß ich aber, mit der Anzeige muss ich eben halt ein bisschen aufpassen, man muss sich dran gewöhnen und das austesten. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit deinem Auto. Und vielleicht sehen wir uns immer, wenn ich hier vorbeifahre. Es liegt ja anscheinend an einem zentralen Punkt. Dann kommen Sie mal zum Kaffee vorbei. Genau, schneide ich mal vorbei. Genau. So, dann. Ciao. Tschüss. Ja, hier. Jetzt immer wieder toll, was für interessante Menschen man kennenlernt. Eine Bäckerin im Keller. Und hier haben die Laufenten, die Eier legen, die man selber essen kann. Ein bisschen scheu sind, sie verstecken sich. Aber mega süß.